Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Nils Kappen. Hallo, mein Name ist Jan Kappen. Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im Office 365 Portal Ihren Plan für Ihr Hybrid-Szenario erstellen und die dazugehörige Software installieren. Wir beginnen als erstes, indem wir uns auf www.office365.de anmelden. Dazu nutze ich den Internet Explorer. Klicke im oberen Bereich auf Anmelden, gebe hier meine Anmeldedaten ein . Wie Sie sehen, ist unsere it-solutions.eu schon verifiziert und angelegt. Nach dem Anmelden gelangen wir auf der Administrationsseite, wo ich im linken Bereich den benutzerdefinierten Plan erstelle. Im ersten Schritt müssen Sie auswählen, ob Sie eine phasenweise Migration erstellen möchten oder Ihre bestehende Umgebung erweitern oder ersetzen möchten. Wir möchten unsere bestehende Umgebung erweitern. Im nächsten Schritt müssen Sie auswählen, welche Dienste Sie benötigen. In unserem Fall benutzen wir nur Exchange. Nun wähle ich aus, von wo ich die Migration starte. In unserem Fall haben wir einen Exchange Server 2010. Und nun kann ich auswählen, ob ich ein Hybrid-Szenario erstellen möchte oder nur in die Cloud wechseln möchte. Wir wollen hier ein Hybrid-Szenario erstellen, deshalb lasse ich den Haken hier oben stehen und gehe mit weiter in die nächste Seite. Nun kann ausgewählt werden, ob ein Single Sign-On eingerichtet werden möchte. Dazu wird das ADFS benötigt. Oder ob die User eine zweite Anmeldeinformation Satz bekommen sollen. Dazu müsste man sich zweimal anmelden. Wir möchten ein Single Sign-On einrichten. Und das bestätige ich mit weiter. Im nächsten Schritt bekomme ich noch einmal eine Zusammenfassung der einzelnen Punkte. Hier bestätige ich ebenfalls mit Fertigstellen. Nun bekomme ich diesen benutzerdefinierten Plan und die einzelnen Schritte aufgelistet. Ich muss hier jetzt die einzelnen Schritte immer abschließen und meinen Status hier eingeben. In unserem Fall haben wir bereits die User informiert. Ja, das wären ja auch nur wir beide. Genau so ist es. Das ist also fertig. Wir haben unsere Domäne bereits hinzugefügt. Das wäre die vorhin schon gesehene it-solutions.eu. Genau so ist es. Und nun müssen wir die nächsten Schritte konfigurieren. Ja, dazu beginnen wir mit der Installation der Software. Als erstes müssen wir die jeweiligen Softwarepakete runterladen. Das erste, was wir benötigen, wäre vorne über die Übersicht unter Downloads zu finden. Und hier brauchen wir die Office Desktop Anwendung. Hier gehen wir auf Einrichten. Der Browser verbindet sich mit Microsoft und lädt die betreffende Software runter und installiert sie direkt. Während wir das tun, können wir direkt schon mal die weiteren Pakete runterladen. Und zwar wäre dies einmal der ADFS 2.0 Installer. Genau, wir sehen hier, dass das Setup bereits losgelegt hat. Das lassen wir soweit alles drin. Wir sehen hier, dass der Anmeldeassistent ebenfalls mit installiert wird. Und nachdem wir die Lizenzbedingungen zugestimmt haben, beginnt der Download und wir sehen hier, was installiert wird und wie sich der Zustand gerade befindet.
Und das Ganze war es auch schon. Wir sehen hier die Download-Möglichkeit für die Active Directory Federation Services 2.0. Den Link dazu gibt es auch im Artikel. Und dadurch, dass wir einen Windows Server 2008 R2 haben, brauchen wir das Windows Server 2008 R2 Paket. Nach einem Klick auf Weiter möchten wir uns nicht registrieren, sondern einfach nur den Download ausführen. Deutsch ist okay, wir achten hier wieder, dass wir die richtige Bittigkeit sowie das richtige Betriebssystem haben. Und speichern das Ganze mal unter C-System. Neben dem ADFS 2.0 brauchen wir noch ein weiteres Paket, und zwar die PowerShell-Module für das Office 365. Auf der Seite hier sehen wir hier, dass es die zum Download gibt. Wir befinden uns auf dem 64-Bit-System, deswegen der Download von dem 64-Bit-Modul. Das Ganze speichern wir ebenfalls unter C-System. Und mit den Modulen können wir schon beginnen mit der Installation. Das ist recht wenig. Das war es auch schon. Das ADFS-Setup ist ein wenig ausführlicher. Wir müssen wieder die Lizenzbedingungen zustimmen. Jetzt fragt er uns, ob wir einen Verbundserver oder einen Verbundserver-Proxy installieren wollen. In diesem Fall befinden wir uns auf dem Domain-Controller und deshalb installieren wir den Verbundserver und nicht den Verbundserver-Proxy. Das wird in einem späteren Szenario ein weiteres System, was wir dann auch noch erklären, aber momentan ist Verbundserver das Korrekte. Dann sagt er uns noch, was er automatisch installiert bzw. einrichtet. Das wäre halt die PowerShell, .NET Framework 3.5, SP1, der Webserver und die Windows Identity Foundation. Und das Ganze läuft jetzt erstmal. So, die Installation ist abgeschlossen und jetzt fragt er uns, ob wir direkt den Assistenten zum Verwalten starten wollen oder ob wir das später machen wollen. In diesem Fall machen wir es später. Ein Klick auf Fertigstellen beendet das Ganze und wir fallen wieder zurück in das Portal von Office 365. Für Sie wichtig, Sie können grundsätzlich immer... Wir sind nicht in dem Portal von Office 365, sondern immer noch auf den Hilfeseiten. Wenn wir wieder zurückgehen auf die office365.de Seite und wir kein Feedback gegeben haben und uns wieder angemeldet haben, dann können wir grundsätzlich über benutzerdefinierter Plan immer wieder zurückkommen zu unserem Plan, den wir erstellt haben, und können dort jederzeit unseren Status einsehen, die wir oder wir können dann halt jederzeit den Status der einzelnen Aufgaben in Bearbeitung setzen oder fertigstellen, je nachdem, was wir gemacht haben. Und so haben wir jederzeit einen Überblick darüber, wo wir uns gerade befinden und welche Schritte noch notwendig sind, damit eine erfolgreiche Hybrid-Szenario-Migration oder was auch immer Sie machen möchten, abgeschlossen ist. Genau so ist es. Die Konfiguration haben wir nun begonnen und wir gehen hier auf Bearbeiten und verabschieden uns von diesem Video und wir sehen uns im nächsten. Wiedersehen. Ciao. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.